So, hallo zusammen. Viele haben mich ja gefragt, ob jetzt die Pro-Mods endlich auf ETS 2 Patch 1.2.3 läuft. Und ja, sie läuft. Pro-Mods hat auch die neue Version 2.02 herausgebracht. Das ist extra für Patch 1.2.3. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine kleine Runde heute hier im tiefsten Norden, hier nämlich, hier oben. Ich tue es mal raus. Reykjavik, da oben. Da fahren wir heute mal ein bisschen rum. Einfach ein bisschen rumcruisen, würde ich mal sagen. Einfach hier ein bisschen hier hoch, hier Schneegefahr, keine Ahnung. Da fahren wir einfach mal ein bisschen hoch. Einfach ein bisschen gucken. Und genau, hier Allrad. Schön. Also ich bin hier oben selber noch nicht gewesen. Wir gucken einfach mal ein bisschen, was ProMods hier so gebastelt hat. Wir sind jetzt hier. Und mal gucken. Unterwegs sind wir im MAN Euro, ja hier Euro 6, ne? Low-Deck-Version, wie man schwer erkennen kann, mit dem Krone, ja, Megaliner. Gut. Dann fahren wir einfach mal, würde ich sagen. Genau, also da vorne rechts. Werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ist das ein Wintermod? Nein, ist es nicht. Es ist so, dass das ProMods-Team auf der restlichen Karte alles normal ist, also da ist kein Schnee zu sehen. Das sieht man wirklich nur jetzt hier oben. Meine Herrschaften. Also ist diesen Schnee und Eis Verlauf hier auf den Straßen oder gut, Straßen, hier ist ja auf der Straße ist nichts, aber zumindest hier in der Umgebung, das hat man hier oben nur im Norden. Alles weiter südlich ist winterfrei, das gleich schon mal vorab. Nicht, dass jetzt jemand fragt, oh, Wintermod, wo gibt's denn den? Es ist kein Wintermod. Ich finde es eigentlich ganz cool, mal hier so zu fahren, oben hier so mit dem Schnee und so. Finde ich ganz cool. Erinnert mich gleich an die letzte Asphalt-Cowboy-Folge oder die vorletzte Staffel 5, Folge 4 oder 3 war es. Oder Mike und Daniel auch oben hier im tiefsten Norden rumgefahren sind. Aber ich glaube, die waren nicht so weit oben. Die waren, glaube ich, waren in die. Doch, die waren hier auch. Ach, irgendwo waren die da oben unterwegs. Da sah es ganz genauso aus. Vielleicht hat es der ein oder andere ja gesehen. Genau, wir fahren einfach ein bisschen rum, um zu gucken, ob die Map stabil läuft. Aber ich glaube ja. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte vorher ETS, oder wie eigentlich seitdem es raus ist, die Beta-Version 1.2.3, hatte ich die ja sofort und habe dann nebenbei auch die Pro-Mods gespielt. Das war die 0.2. Nee, 2.01 und die lief auch auf Version 1.2.3. Bei mir zumindest. Ich hatte auch keine Probleme irgendwie in den Städten oder so, wo viele geschrieben haben. In Berlin hatten sie Abstürze und so, hatte ich zum Beispiel jetzt nicht. Aber gut.
sieht auf jeden Fall schön aus hier mit dem Schnee an der Seite an der Straße. Sieht aus wie Schneeverwirrung, soll es auch darstellen. Es ist sehr schick. Muss man gleich mal wieder große Lobschippe rausholen. Und Promotsteam natürlich gleich da loben. Klar. Wir bleiben nach wie vor auf dieser Straße, weil mich würde mich mal stark interessieren. Was das zu bedeuten hat auf der Karte, wenn es zum Beispiel heißt Schnee, Achtung Schnee und 4x4, was das heißt, vor allem wenn wir hier mit dem LKW unterwegs sind, weil wir haben ja nur Antrieb auf der Hinterachse und 4x4 ist für mich absolut Allrad, mal gucken was die da gezaubert haben, aber sieht lustig aus hier oben mal zu fahren, also mal was Neues, was anderes, ist schick. Ich meine, das gab es ja vorher schon in der vorigen Version, aber ich bin hier nie hochgekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was eigentlich schade ist, weil wenn ich mir das angucke, ist cool. Sieht schick aus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier irgendwie von der Physik vom LKW was verändert wurde in der Definition. Das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht sehen wir ja das hier noch später, das müssen wir sehen. Also noch das Fahrverhalten ganz normal, wie sonst auch auf der Straße. Also gibt es nichts Spezielles. Aber wir gucken gleich nochmal auf der Karte, wo das jetzt nochmal ist mit dem Schnee und dann mit dem 4x4. Das gucken wir uns mal genauer an. Gucken wir mal schnell. Wir sind jetzt hier, wir fahren dann praktisch hier lang, also hier diese Strecke fahren wir. Wir könnten es eigentlich mit dem Navi mal einzeichnen. Hier 1, 2, 3. Erstmal ein bisschen hin und dann schauen wir einfach mal. Dann muss ich nicht mal auf die Karte gucken. Ich werde in der Beschreibung dann nochmal einen Link dazu reinpacken von der Map nochmal. Also zumindest, wo er die Map herkriegt. Ihr wisst ja mittlerweile, dass man sich auf der Seite registrieren muss. Und dann könnt ihr euch die Map, ja, entweder kostenlos ziehen. Och, was ein Geräusch. Schön. Wie schon gesagt, ihr könnt euch die dann kostenlos ziehen, die Map, oder ihr blecht dafür einen US-Dollar. Was es meiner Meinung nach absolut wert ist. Und ich immer wieder nur sagen kann, kauft, 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 kauft. Meiner Meinung nach, das ist wirklich nur meine Meinung, das ist die beste Map für den Euro Truck Simulator 2. Das ist natürlich nur meine Meinung. Jeder kann natürlich anders sagen. Es gibt dann noch die Truck-Sim-Map, wo es dann nach Afrika fahren kannst und keine Ahnung, überall noch hin. Die ist natürlich auch gut. Aber wie schon gesagt, jeder hat da seine eigene, muss sich jeder sein eigenes Bild machen darüber und ich finde die hier einfach am besten, die Promods. Und ich zahle gern den US-Dollar dafür. Man kann sich, wie schon gesagt, runterladen, kostenlos, über verschiedene Seiten. Da glaube ich sind 6 Parts oder so. Oder 5 Parts, 5 oder 6 Parts musst du runterladen. Musst ein bisschen Werbung anschauen. Ich meine, die verdienen dadurch auch Mark 50 oder so, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt einfach stressfreier und schon gesagt, diese 97 Cent, diese 1 Dollar, Entschuldigung, diese 1 Dollar, was es kostet, der ist es mir halt wert. Ich glaube, ich würde für die Map sogar 5 Euro zahlen. So. Ach, guck mal hier, hier ist es so. Hier. Wisst schon. Muss rausdampft am Boden. So, jetzt saufen wir ab. Jetzt geht die Schmähe.
mich gleich mal vorab entschuldigen für meinen langsamen LKW. Ich hätte mir mal mehr Leistung in der Werkstatt kaufen können. Schmotter haben wir ja genug. Aber irgendwie, naja, da waren die 560 PS dann doch zu wenig. So, jetzt kommen wir zum ersten Mal hier in so ein kleines Städtchen rein. Das gucken wir uns ein bisschen von... Oh, so einfach mal so ein bisschen angucken. Was haben wir denn hier? Ja, hier ist nicht viel. Das ist eine Tankstelle hier. Kleine plus. Und mehr ist hier eigentlich nicht. Sonst ist hier nichts geboten. Wir biegen auf alle Fälle jetzt hier rechts ab. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann nochmal was hinzukommt oder so. Die Straße ist jetzt hier nicht gesperrt mit so Sperrzeichen, die wir alle kennen. Aber da geht's halt nicht hin. Aber es sieht auf alle Fälle schon mal ganz schick aus hier, also. Schön. So, dann geht's weiter hier. Eine Stelle, wo gebaut wird. Ach, hier ist eine, ach, da ist eine Ampel. Dann warten wir erstmal, bis die grün ist. Weiß ich gar nicht, ob es hier auch dunkel wird. Wir haben es jetzt lau, also im Spiel ist es jetzt 18 Uhr und ich weiß nicht, ob es hier dunkel wird, weil wir umso näher der Polarkreis, umso später wird es dunkel oder wird es überhaupt nicht dunkel oder wie auch immer. Theoretisch kann es sein, dass eigentlich gar nicht dunkel wird hier. Das verschneite Straßen. Ja, das kann man auch schön sehen. Also hier wurde auch an der Physik geschraubt. Im Spiel. Das heißt, Reifen gehen schön durch. Also Schneeglätte ist nach wie vor hier schön vorhanden auf der Straße. Also ist mal wieder sehr schick. Also ob ich hier noch weiter vorankomme, ist, weiß ich noch nicht genau. Wir fahren jetzt 20 Stundenkilometer. Mal davon kommt Tunnel, vielleicht können wir da nochmal Schwung holen. Weil 60 schaffen wir nicht, wie hier auf dem Schild steht. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn es bergauf geht, dann wird es schwierig. Entweder man hat viel Leistung, also ich spreche jetzt hier mal vom Scania mit 730 PS oder den Volvo. Ja, weil bei MAN, was haben wir da? 640 oder was? Und dann ist da in dem Gelände. Weil also wenn ich hier kleine Hügel. Uff, okay, gut, jetzt haben wir hier wieder festen Boden unter den Füßen, da läuft es wieder. Ja, richtig, okay. Also es liegt halt, wie schon gesagt, am Schnee, auf der Fahrbahn, da wird man gleich ausgebremst. Man fährt nicht schneller wie 20, 30 Stundenkilometer und dann ist es vorbei. So, jetzt kommt der Schnee auch schon wieder. Ja.
Sieht aus wie Schneematsch hier auf der Straße. Also es ist echt, haben sie mir wieder gut hingekriegt, die Bubis. Also mal wieder gut ab. So, jetzt geht es ja eigentlich nur bergauf. Also ich weiß nicht, ob ich durchkomme. Also ich glaube, ich glaube, das war's. Ich muss also dazu sagen, ich fahre hier Automatik. Vielleicht, wenn ich Gang schalte, komme ich vielleicht voran. Weiß ich jetzt nicht. Aber hier geht nichts mehr. Also hier ist für mich, oder doch noch? Also hier geht nichts mehr. Ich würde einfach mal sagen, wir sparen uns mal den Berg. Und fliegen hier einfach mal kurz entlang, weil irgendwo soll ja hier mal die 4x4 kommen, die Stelle. Ich weiß zwar nicht, wo die kommen soll. Aber wir setzen uns mal ein bisschen weiter vor. Und gucken jetzt mal, wo hier die... Ups, wir hätten da links weg müssen, weil das interessiert uns noch. Was das... Schneeglätte, klar, verständlich, was das heißt. Man braucht starke Leistung oder vielleicht mehr Trieb auf der Achse. Das muss man sich dann selber irgendwie rausfieseln oder halt dann anderweitig irgendwie fahren oder so. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie schon gesagt, dieses 4x4... Da bin ich jetzt gespannt, deshalb gucken wir da nochmal genauer. Wollen wir da mal genauer drauf eingehen. Ah, also hier gibt es praktisch einen Tunnel, der ist einspurig, also hier ist nichts mit überholen oder was ich was. Und das ist auch wirklich eine schmale Straße. Wahrscheinlich ist deshalb dieses 4x4 angegeben. Hier ist ein Parkplatz. Setzen wir uns jetzt schon mal hin. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jetzt hier überhaupt fahren können. Ich sehe schon, wir kommen nicht mal vom. Gut, wir kommen nicht mal vom Parkplatz weg. Was haben wir dann noch bis zum 4x4? Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz. Wir fahren jetzt dann die Kurven noch lang. Und dann schauen wir mal. Oder wir fliegen eher mal, weil mehr wird da nicht sein, passieren, wie auch immer. Also sehr schick, man fährt hier durch irgendwelche Felsen durch hier. Hier, dann da, zack. Dann hier um die Kurve. Wo sind wir denn jetzt? So, jetzt müsste theoretisch gleich die Stelle kommen, wo es dann 4x4 heißt. Ich bräuchte jetzt schon 4x4, wenn es nach dem geht. Aber gut. Hier, zack, zack, zack. Jetzt hier um die Kurve. Sie sind schon vorbei an der 4x4, also gut. Wahrscheinlich ist es einfach für diesen Streckenabschnitt gedacht, dass man hier sich mehr Druck holt. Weil hier geht es auch schon wieder berghoch. Ein bisschen zumindest. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sogar einen Schneeketten-Mod, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da kann man auch auf der Straße dann schön dahin gleiten, meines Wissens. Aber wenn jemand vielleicht einen Mod weiß, dann kann er ihn gerne dann in den Kommentaren posten. Für uns ist auf alle Fälle hier Schluss, weil mein MRN sagt, gute Nacht, Marie, das war's. Hier und nicht weiter. Aber eigentlich nochmal drauf zurückzukommen, die Map läuft jetzt stabil auf 1.23. Genau, das gleich schon mal vorab, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass die Map läuft. Da hier nochmal die Pro-Mods, nochmal kurz zum drüber glüpschen, wo es überhaupt überall lang geht, wo man hinfahren kann. Genau.
Das nochmal zu dem Thema. Gut, das war's von meinerseits. Habt ihr noch Fragen dazu, dann könnt ihr das gerne kommentieren, posten. Und wenn es euch gefallen hat, setzt noch einen Daumen bitte. Und ja, ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Tag und allzeit gute Fahrt. Bis dann.